Was war dein bisher größter Fehler? Einen Plan B zu haben ist immer ganz wichtig. Kreativ zu sein ist ganz wichtig. Ja. Und vor allem auch keine Angst vor möglichen Fehlern zu haben ist ganz wichtig. Also aufstehen, Krone richten, ja, weitermachen. Die wichtigste Frage des heutigen Tages. Grandios, ohne Scheiß. Damit habe ich nicht gerechnet. Freunde, mein Name ist Johannes Lukas, das ist der Robert Förstemann, auch bekannt als Quadzilla oder der Typ mit den monströsen Oberschenkeln, die er primär durchs Radsprinten bekommen hat. Herzlich willkommen zu meinem persönlichen Lieblingsformat und zwar der größte Fehler. Robert, jetzt haben wir mal einen Klartisch hier. Klartisch? Wie sagt man? Klarschiff. Was war dein bisher größter Fehler, aus dem du aber auch am meisten gelernt hast? Das ist eine Frage, die ich leider nicht so einfach beantworten kann. Du machst keine Fehler. Nee, so ist es nicht. Im Gegenteil, viele Fehler, ja, aus denen ich auch viel gelernt habe, wo, aha, ich aber keinen speziellen irgendwie hervorheben kann und möchte. Im Endeffekt ist es immer wichtig, was man halt draus macht. Ich denke, einen Plan B zu haben ist immer ganz wichtig. Kreativ zu sein ist ganz wichtig. Ja. Und vor allem auch keine Angst vor möglichen Fehlern zu haben ist ganz wichtig. Richtig, auf jeden Fall. Was bedeutet Hemmung, man wird gehemmt, man kann seine Ziele, die man hat, nicht so erreichen, wie man sich das gerne vorstellt. Ja. Und es kann auch ein ganzes Leben dramatisch auch negativ beeinflussen, das muss, absolut, man ganz klar so sagen. Ja. Von daher, ich glaube, man braucht vor Fehlern keine Angst haben, man wird sie machen, keiner ist davor geschützt in irgendeiner Form und wichtig ist halt nur, dass man die richtigen Schlüsse zieht. Wenn ich meine momentane Situation betrachte, ehrlicherweise muss ich sagen, okay, den ein oder anderen richtigen Entschluss habe ich gefasst nach meinen Fehlern, die ich gemacht habe. Und von daher weiß ich aber auch für die Zukunft, definitiv wird noch die ein oder andere Sache kommen, die mich auch nochmal herausfordern wird. Also ich fasse das mal zusammen. Dein größter Fehler könnte sein, Angst davor zu haben, einen Fehler zu machen. Richtig. Finde ich richtig cool, auf jeden Fall. Du hast völlig recht. Wenn du dich davor sträubst und Angst hast, es zu tun, wirst du es nie tun. Ja. Du wirst auch nie herausfinden, ob das jetzt richtig oder falsch war, weil du es nie getan hast. Richtig. Aber jetzt mal, hast du irgendein Beispiel? Das war schon fast philosophisch, oder? Das war grandios, ohne Scheiß. Damit habe ich nicht gerechnet. Hast du vielleicht trotzdem irgendwie ein Beispiel vielleicht aus dem Sport oder so? Zum Beispiel. Muss ja jetzt Privates sein. Ach, es gab verschiedene Sachen. Im Sport machst du ständig Fehler. Also, ja, ob es eine Taktik auf der Bahn ist, ob es ein Trainingspensum, aha, ist, zu viel, zu wenig. Ob es Werdegänge sind, Trainingsstandort zu wechseln beispielsweise. Ich habe ja nun verschiedene Wege gehabt, die ich eingeschlagen habe. Ob es damals in Gera war, dann in Erfurt, dann nach Berlin, dann nach Cottbus, Vereine, dann nach Frankfurt. Und überall war ich unterwegs. Und klar kannst du im Nachhinein immer sagen, war das alles so richtig? War das ein Fehler, den ich gemacht hätte? Hätte ich vielleicht an einem Standort bleiben sollen? Ja. Aber im Endeffekt wirklich, das sind Beispiele. Und es ist halt, wie es ist. Nicht über Fehler so viel dann mehr negativ nachdenken, einfach versuchen, was besser zu machen. Absolut. Und mit der Situation, die du jetzt so hast, versuchen, das Beste draus zu machen. Das ist der springende Punkt. Ja. Also aufstehen, Krone richten, ja, weitermachen. Ja. in deinem Fall Sattel richten. Ja. War ein ganz schöner Brüller. Pass auf die nächste Frage. Ja, war ja richtig schön. Oh. Wenn du jemanden treffen könntest, eine berühmte Person, die darf gerne auch schon tot sein, wer wäre das? Die Frage kommt unvorbereitet jetzt. Ja, soll ich jetzt mal richtig schleimen? Also wenn ich jemanden mal treffen könnte, Glatze, einen fetten Bart, einen riesen Bizeps, er hat gerade ein Riesenstück Fleisch gegessen. Das ist so eine Pfeife. Er darf schon tot sein. So. Der darf schon tot sein. Das ist wirklich unvorbereitet. Man schaut natürlich zu vielen auf und es gibt viele krasse Persönlichkeiten. Bill Gates zum Beispiel wäre jemand. Ja, okay. Ich sage, den würde ich gerne mal treffen, mal besprechen, so wie so sein Leben aus seiner Sicht verlaufen ist. Es wird ja immer viel dargestellt, aber das ist so eine interessante Sache. Ich fand auch Michael Jackson sehr interessant, muss ich ehrlicherweise sagen. Oh ja, sagen. Stimmt. Also, es gibt da viele. Ja, auf viele jeden Fall. Ja. Also pass auf, wir kommen zur letzten Frage. Psst. Psst. Geht schon. Ja, geht das? Geht das? Ja, die ich mal in Ruhe hier filmen kann, man, weißt du? In einem öffentlichen Restaurant. In meiner Vier, das geht ja gar nicht. Oh Mann. Das ist schrecklich. Da hast du mir was von einer Frage erzählt. Ja, ich weiß, das ist ja quasi der Aufmacher.
Ich bin auch gar nicht so spontan. Ja? Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Ja, du bist total spontan. Immer schön außer Lamengen. Die wichtigste Frage des heutigen Tages. Wenn du ein Gerät im Fitnessstudio wärst, was oder welches Gerät wärst du? Das ist relativ einfach. Ich wäre die Kniebeugestange. Also eine Langhantel. Du wirst eine Langhantel. Okay, prima. Gut. Ja, alles klar. Vielen Dank an dich, Robert. Alles klar. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. So lange musstet ihr ja nicht aushalten. Das war ja doch relativ kurz. Wenn ihr mehr mit Robert sehen wollt, schaut entweder in die Playlist, die wir schon zusammen abgedreht haben. Da sind haufenweise Videos von Quadzilla. Wer ihn noch nicht kennen sollte, Leute, dann müsst ihr reingucken. Ansonsten in die Kommentare mehr mit Quadzilla oder Hashtag mehr mit Robert. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Peace. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. Herzlich willkommen zu diesem Video. Alter, was ist denn nur los? Du machst mir Angst. Können wir jetzt ein Porno oder was? Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas und rechts neben mir sitzt kein anderer als... Der Johannes hat halt leichte Läuft Probleme. Richtig gut, ey. War das jetzt zu viel Essen oder was ist das? Ja, zu wenig. Immer zu wenig. Hallo Sport. Du bist ja ganz aufgeregt. Ich kann nicht auf Druck, Wir haben schon Dinge erlebt. Beim World Fitness Day, glaube ich, habe ich 15 Minuten für eine ganz poplige Anmoderation gebraucht. Wir haben die 10 Sekunden dauert. Ja, 10.